Und willkommen zurück zu Overlord. Na, seid ihr bereit für den Endkampf? Ich bin es, glaube ich, nicht, aber wir werden sehen. Bürger, wir haben einen Feind in unserer Mitte. Aber bitte bewahrt Ruhe. Wir stehen vor einem großen Durchbruch. Vor der Geburt einer neuen Gottheit. Jetzt übertreibt er ein bisschen. Der Dämon, der uns bedroht, scheint übermächtig. Aber ich versichere euch, er kann besiegt werden. Solarius wird es euch beweisen. Und jetzt trinkt. Trinkt den Nektar, den Solarius gesegnet hat. Trinkt, verliert eure Furcht. Trinkt und werdet neu geboren. Oh nee, tut's nicht. Muss ich das alle platt machen? Dann willst du es nicht machen? Oh. Machen wir es mal so. Na, krieg ich das hin? Das macht mal den Brunnen da weg. Machen wir hier so mit. Jetzt auf zum Palast und holt euch Solarius, bevor es ihm noch gelingt, uns mit seinem Schweigen und seiner Maske Angst zu machen. Oh ja, sein Schweigen und seine Maske, genau. Na ja, lässt uns rein. Ich glaube, ich werde erstmal hier die Seite hochgehen. Mal schauen, was es noch zu holen gibt. Vielleicht kriegen wir noch eine Aufwertung oder so. Vielleicht ist hier irgendwas Tolles dabei. Naja. Also, ist eher unspannend. Ich schätze, auf der anderen Seite sieht es dann genauso aus, ne? Sind hier übertrunken. Aber so ein Moped. Das ist doch ganz schön, ist der noch mit. Danke. Und hinein in den Palast. Ihr seid in den Kaiserpalast eingedrungen. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Möchte ich da lang? Jetzt mal hier gucken. Ach, sieh an, hier gibt es Schergen, okay. Na dann möchte ich offenbar da rein. Los, mach wieder auf. Ihr seid es, Geißel der Natur. Ich bin aus dem Arena-Verlies entkommen. Eine Fee hat mir geholfen. Mist! Wir werden diesen Baumfreund los. Ich werde Solarius finden. Wenn ich mit ihm fertig bin, ist er ein anderer Mann. Das klingt Bringen falsch. Bringen wir es zu Ende. Wir beide zusammen. Ihr zerstört alles, so wie ihr es am besten könnt. Und ich inspiriere euch mit meinen Monologen. Will er Solarius so lange volljammern, bis der sich selbst tötet? Hm, könnte funktionieren. Wenn ich nur ein magisches Wesen wäre, dann wäre alles ganz anders gekommen. Elfen verfügten eigentlich über Magie. Aber ich konnte nicht einmal einen Grashalm wachsen lassen. Die anderen magischen Wesen lachten mich aus. Hm. Ich habe schon einen Horn verloren. Oh, komm zurück, komm zurück. Ist ja frech, hallo rauf da. Das ist so viel aushalten, ne? Das ist eine Frechheit.
viel Schaden. So. Wie sehen die Verluste aus? Hält sich in Grenzen, okay. Wir haben grüne verloren, nicht immer neu. Aber das, die Gegner respawnen nicht auch noch? Das wäre doof, aber wir werden es vergessen. So, mitkommen. Ah, sieht gut aus. Nochmal die Gegner plündern, vielleicht fehlt noch ein neuer Ausrüstungsgegenstand für euch. Die da hinten zum Beispiel sehr gut. Ja, ja, kommt her. Ich hoffte, das Tonherz eures Vorgängers würde mein Potenzial freisetzen. Deshalb versuchte ich vor Jahren, es zu stehlen. Ich wusste natürlich, dass es instabil würde und explodieren könnte. Lorian löste die große Zerstörung aus. Elender Elf. Aha. Na dann, haut mal rein. So dürfte man eigentlich wenig Verluste haben, ne? Wenig bis gar keine. Holst du mal das Zeug ein? Alles, was wir gebrauchen könnten, mit. Da ist nichts mehr, da ist auch nichts mehr. Oh, macht die Löwen kaputt. Warum sammle ich das ganze Gold noch ein? Hm? Brauchen wir es überhaupt noch? Na egal. Was man hat, das hat man, ne? Die Menschen fürchteten sich plötzlich vor Magie. Solarius machte sich ihre Furcht und ihren Hass zunutze. Und er schuf das mächtige Kaiserreich und ließ alle magischen Wesen läutern, die ihm im Weg waren. Aha, so war das. Los, bedient euch. Gut, geiles Zeug. Oh, hier gibt's neue. Müssen wir unsere Verluste gerade in Grenzen halten, ja? Oh nein, nicht dahin. Wir holen die Seele. Stimmt, wir haben gar keine Verluste gerade. Aber trotzdem schon mal die Dinger hier aktivieren. Jetzt schnell hier plündern. Oh! Wieso das denn? Lass mal herkommen. So. So können sie uns fast nichts anhaben. Genau. Ich hätte von Anfang an viel mit Blickpunkten arbeiten sollen. Naja. Naja. Lebenskraft bringt sie hoch. Oh, das sieht gefährlich aus. Ihr habt den Magie-Eindämmungsraum erreicht. Alles ist für den Aufstieg bereit. Die Menschheit wird noch lange von diesem Tag reden. Und sei doch still, Marius. Verzeiht, Lord. Man könnte meinen, du wolltest über die Welt herrschen. Können wir fortfahren? Ich versichere dir, deine endgültige Auslöschung steht unmittelbar bevor.
Moment. Wie du siehst, hat Florian durchaus seinen Nutzen. Durch ihn konnte ich mit dir spielen. Durch ihn konnte ich die Heiligtümer Stück für Stück von innen zerstören. Ich hoffe, du erkennst die wunderbare Ironie dieser Geschichte. Ich habe die Magie hier gesammelt, raffiniert und an meine Bürger verfüttert, bis sie gefügig und großzügig wurden. Natürlich habe ich ein wenig davon genascht. Hier sind die Träume und Albträume der Menschen. Ihre Ängste und ihr Wille. Durch sie steige ich vom Elf zum Kaiser und zum Gott auf. Florian, ich habe ihn nie gemocht. Oh, was stand hier gerade? Oh, wunderschön. Du bist eine äußerst hübsche Gottheit. Das Ding besteht aus reiner Magie und es verschlägt alles, was in dem Weg steht. Das ist ja auch euch? Solarius! Da laufen wir mal hinterher und schauen, was passiert. Er ist wunderschön! Er ist wunderschön! Mein Gott, ist gar lieblich anzusehen! Für mich sieht er eher wie ein großer Rotzklumpen aus. Oh ja. Wie der Schleim in der Ödnis. Vielleicht könnt ihr mit diesem Rotz auf dieselbe Weise verfahren. Lord! Ihr seid gar lieblich anzusehen. Und ich bin mir sicher, dass ihr mich am Ende für meine Treue belohnt. Rebellen! Jetzt schlagen wir das Kaiserreich nieder. Wir brauchen einen Helden aus dem Volk. Du da, greif an! Warum ich? In der neuen Völkerrepublik sind alle Angriff, gleich. Angriff, Angriff! Angriff! Das Volk hat gesprochen. Angriff! Ach so, Angriff, nein! Angriff. Hat er ihn weggesnackt? Das Ding ist wirklich hungrig. Vielleicht könntet ihr für ein wenig Essen auf meinen Zaun gehen. Ja. Damit es etwas langsamer wird. Dann sorgen wir doch mal für Essen auf meinen. Nichts soll ihn aufhalten. Diese Eiter wollen an uns scheinen schwächer zu sein als der Menschen. Greift sie mit euren grünen und roten an. Ja, das Dumme ist, ich hätte selber angegriffen. So. Huch, was denn? Ich hab nichts gemacht. Vielleicht können wir Solarius aus diesem Schleimbatzen lösen, von dem er seine Kraft erhält. Oh oh. Ich muss aber mit dem Lord hier aufräumen. Los, haut drauf. Ja, genau, ihr Rot, ihr macht das schon. Und du hörst mir. Du bist ein Ärgernis für ihn. Ja, meinst du? Oh. Out. Oh. Kann man die markieren? Ja, cool. Diese armen Menschen. Hoffentlich funktioniert es. Oh. Warte. Oh, was passiert da? Was passiert da? Oh. Alle her. Was ist das für die Doktoren hier aus? Das ist sehr frech. Keiner hält ihn auf! Oh oh. Wieder ran hier?
müsste man hier jetzt nicht umbauen. Ich glaube, ich muss da hinten hingehen. Ich glaube, hier ein bisschen Ruhe. Oh. Der war knapp. Das ist ein großes Schlemmerbefehl für das Ding. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich sitze hier in der Falle. Mal ein bisschen Schleim hier wegmachen. Ah, noch keine Verluste, okay. Ah, wo ist er hin? Ist er durch die Wand gebrochen? Also halt so gut. Er segnet uns mit seinen göttlichen Ergüssen. Aha. Also die erste Taktik war, die Eiterbrillen platt zu machen. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Er hat ja noch ein paar. Verneigt euch vor dem Verschlinger! Nein, es ist wichtig, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. Ich glaube, sie will sagen, wenn eine Macht außer Kontrolle gerät, muss eine andere Macht sie aufhalten. Ohne Dunkelheit gibt es kein Licht. Und diese Dunkelheit seid ihr, Meister. Aber mit Vergnügen. Oh. Da haben wir schon den ersten verloren. Das ist ja frei. Was schießt denn da? Oh, da kommen wir nicht ran. Wo sind meine Leute? So, geht da durch und mach mal bitte hier die nervigen Bogenschützen weg. Du bist Ungeziefer für ihn. Nun bin ich das? Wie hier deine Dorfbewohner, ne? Oder Stadtbewohner. Oh, wir sind fast tot. Erhaltet die Ordnung. Neben. Ja, die machen das gut. Treffen zwar nix, aber naja. Liebe ihn. Von der Seite? Eine Macht gehört ihm. Das sehe ich nicht. Ihr müsst ihn töten. Ich bin dabei, aber meine Schergen sind fest. Ja, genau. Sehr schön. Oh, komm mal weg. Sein Essen scheint ihm zu schmecken. Wegen ihm bist du ein Nichts. Baller. Da war ich zu nah dran. Oh, komm weg, komm weg. Wie kann ich denn die da oben platt machen? Warte, ich habe eine Idee. Hinter seiner Aggression steckt nur Furcht. Atmet seinen wunderbaren Duft. Seinen wunderbaren Duft. Aha. So. Geht doch mal aus dem Weg. Danke. Kann ich ihn irgendwie hier weglocken? Erhaltet die Ordnung. Oh oh. Springen die Grünen drauf? Ich weiß es nicht.
Scheinbar nicht. Wie machen wir es am dümmsten? Na komm, macht mal hier die Zombies weg erstmal. Ihr müsst ihn töten. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, meine Gute. Es gibt ein paar logistische Probleme. Kommt die schon wieder? Könnt ihr mal Schergen hauen, bitte? Mein Leben geht nicht zu Neige, also haut die Schergen. So, kommt man hier hoch. Jetzt stellen wir alle dorthin. Oh, da kommt er schon. Los, ihr Roten, schmeißt und trefft bitte. Das war wohl nix. Kann man uns noch einen Roten holen? Nee, jetzt gerade nicht, ne? Naja, er wird wiederkommen und dann. Irgendwann werden sie treffen. Und sie haben schon ganz gut getroffen sogar. Los, trefft ihn. Trefft doch mal richtig. Komm, wir müssen uns da wirklich hinstellen, dass er mal stehen bleibt. Na, Digga? Nee, ihn hier. Er ist ein Gott! Liebe ihn! Ja, genau, kommt her. Ihr müsst ihn töten. Ja, da kommt er, da kommt er. Daneben. Ja, hi. Jawohl, Treffer. Da rennst du hin. Dann macht er die nächste Wand kaputt. Oh, Verschämtheit. Los, kommt der. Ja, ja. Ich brauche ein bisschen länger als er. Wenn man erstmal weiß, wie man ihn besiegen kann. Ich will wie ihr sein. Hoffentlich werden die beiden glücklich. Ihr könnt die Bomben nicht erreichen. Wählt eine andere Taktik, damit eure Schergen ihn angreifen können. Hast du auch Vorschläge oder laberst du nur? Er labert nur, okay. Gib mir mal wieder einen blauen. Oh, da treffen sie doch einen, ne? Hey, mach mal was. Ah, ich schätze, er wackelt zu viel. Cool, gib mir mal. Nein, sind die grün? Oh, wie doof seid ihr denn? Danke.
Komm, Kopf runter. Okay, die Grünen springen nicht drauf. Okay. Gut, dann stellt euch doch mal hier hin. Oh, da kotzt er. Jetzt wissen wir, dass das Ding wirklich alles gefressen hat. Ja, in der Tat. Ich weiß auch nicht, ob er schon Schaden genommen hat. Was, Kopf runter, damit wir das sehen können? Nee. Ein Einhorn. Das ist ein bisschen problematisch. Ich würde sagen, wir holen uns mal... keine Ahnung, einen roten? So, macht das Ding auch platt. Oh. Und mehr Einhörner. Was? Habt ihr doch getroffen, auch zu sehen? Ah ne, er kotzt wieder so aus. Na, lecker. Aus dem Körper des Biestes wurde ich wiedergeboren. Bald werde ich zur wahren Gottheit aufsteigen. Well, solange er so schön göttlich ist, könnt ihr seine Energie mit eurem Verderbtheitszauber aussaugen. Oh, gute Idee. So hätte ich sein sollen, Sterbliche. Die Welt hat einen Fehler korrigiert. Okay, verstehe. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wieder ausgekotzt wird, oder? Machst du die Pestbeulen nach? Tatsache. Ich bin aufgestiegen. Die Welt soll sich vor mir verneigen. Komm, einen Schritt zur Seite. Ein göttliches Licht auf euch scheinen. Hallo, Grüne, spring mal drauf. Oh. Ich werde euch alle wie nutzloses Ungeziefer zermalmen. Ja, ist gut. Ich mache mal eine andere Taktik. Wir holen uns ein paar Braune. Die wir jetzt haben, schicken wir weg und holen uns ganz viele Rote. So hätte ich sein sollen, Sterbliche. Die Welt hat einen Fehler korrigiert. Ja, ja. Ich bin aufgestiegen. Die Welt soll sich vor mir verneigen. Nein, 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 das tut doch weh. Oh. Ja, Wicht ist natürlich doof, ne? Lasst mein göttliches Licht auf euch scheinen! Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, mich zu heilen. Ich werde euch alle wie nutzloses Ungeziefer zermalmen! Eine neue Welt! Ja, mach das mal. Da ist er wieder. Weg damit! Du wirst mich nicht besudeln! Er ist wach! Ist nicht schlimm.
einmal rundum einen strategischen Plan erzielen. Mal gucken, was so passiert, ne? Also, euch stellen wir nämlich hier hin. Ja, trefft ihr es? Nee, schade. Mal einen Schritt näher nach hier. Oh, ein Einhorn auskotzt, ist natürlich unfair. Na gut, aber wenn es mich angreift, ist es sehr egal. Das ist weg. Genau, hau drauf. Danke. Aber wir sind fast tot, das ist nervig. Lasst mein göttliches Licht auf euch scheinen! Ja, ich gehe ja schon. Okay, ja. So kann es eine Weile dauern, ne? Einen Ofen können wir noch hier hinstellen. Nur zur Sicherheit. Und jetzt warten wir, bis er wieder soweit ist. Oh nein, Wichte. Nein, nein. Verdammt. Ja. Die Wichte waren unser Untergang. Verdammt. Das Ding besteht aus reiner Magie und es verschlingt alles, was in dem Weg steht. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist ja doof. Also, ein bisschen aufpassen. Er ist wunderschön! Ja. Wunderschön! Ja. Die magische Energie und ihr neuer Herr was war das? Zeigen sich nicht. Sie ist sauer geworden, Herr. Wie der Schleim in der Ödnis. Vielleicht könnt ihr mit diesem Rotz. Lord, ihr seid gar lieblich anzusehen. Ja. Kann man es überspringen? Ich bin mir sicher, dass ihr mich an... Das Ding ist wirklich hungrig. Vielleicht könntet ihr für ein wenig Essen auf Beinen sorgen, damit es etwas langsamer wird. Was ich auf jeden Fall diesmal mache, ist mir gleich mehr Rote holen. Es zerstört die ganze Stadt! Diese Eiterrollen an ihnen scheinen schwächer zu sein als der Rest. Greift sie mit euren Grünen und Roten an! Gut gemacht. Nichts soll ihn aufhalten. Greift mit den Grünen und Roten die Verrunkel auf seinem Rücken an. Ja, machen wir. Oh. Hat selber noch angegriffen, was ziemlich nervig ist. Ja, ich weiß, es ist doch Knall. Ja, machen wir doch. Es hat den Palast zerstört! Es zerstört die ganze Stadt! Aber was hör auf. Es zerstört die ganze Stadt! Hör doch auf! Das ist das Ende! Das Ende! So, jetzt die da. Nee, da komme ich nicht ran. Er segnet uns mit seinen göttlichen Ergüssen!
Oh, da kommen ja so Zombies. Kommt hier oben ran. Oh, Tatsache, sehr schön. Wir werden sehen. Oh nein. Ja. Hier hätte ich meinen ganzen Schergen gewollt, hätte wirklich keiner auf. Dann macht man hier das da weg. Was wollt ihr schon wieder? Hm? Ciao. So, versuchen wir es hier auch mal wieder ganz schnell. Oh, wir waren Bogenschützen, ne? Neigt euch vor dem Verschlingen! Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. In der Aggression steckt nur Furcht. Wieso jagt ihr mich? Haut meine Schergen. Weg. Und ihr schnell da rein. Ihr dürft sie angreifen, die auch. Ja, dürft ihr, danke. Kaiserstadt ist ein großes Schlemmerbefehl für das Ding. Ja, ich merke schon. Ach, da sind gar keine. Oh doch, da sind welche. Die sehe ich gar nicht. Los, rettet die drei. Schnell, schnell, schnell. Verdammt. Egal. Egal, egal. So, ihr stellt euch mal hier hin. Dann viel Spaß. Hoch? Fall vor ihm der ist neu. Und bitte ihn um Vergebung. Aber hey, das ging flott. Gegen ihn bist du ein Gegner. Ja, ja. Gegen seine Wichte bin ich nix. Wie wir die schlagen können, das weiß ich noch nicht. Die Zeit ist gekommen, Lord. Belohnt ja, 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 ja. Okay, wie mache ich das hier müssen? Ich lasse da 5 rote. Und ein paar braune. Davon. Oh. Und ich stelle euch weiter nach da. Okay, scheint ja gut zu funktionieren. Dann stelle ich euch hier hin. Was wollt ihr denn? Geht doch weg. Na, schafft ihr das Einhorn? Muss aufpassen. Kommt schon wieder irgendwelche Dorfbewohner.
Ja, ja, los, mach den weg. Danke. Und jetzt könnt ihr euch da hinstellen. Nein. Ich treffe sie auch nicht, ne? Ja. Ganz hervorragend. So, jetzt kotzen aus, danke. Kennen wir ja, ja. So hätte ich sein sollen, Sterbliche. Die Welt hat einen Fehler korrigiert. Niemand ist aufgewacht. Dann gehe ich mal nach hier oben. Und schauen wir das Spektakel von oben an. Aufpassen wegen den blöden Wichten, ne? Oh, das ist ja schon wieder. Ah ne, ist er gar nicht. Gelogen. Ach so, eine Kröte. Das ist ja human. Was kommt raus? Ich bin aufgestiegen. Die Welt soll sich vor mir verneigen. Das wird nicht passieren, mein Freund. So, dann gehen wir in Sicherheit. Wobei. War nix. Jetzt sagen, keine Wichte rauskommen, ne? Ist ja alles okay. Huch. Wieso macht er keinen Schaden? Ist irgendwo eine Alterbeule? Ich nicht, ne? Huch. Ja, das Einhorn kassiert auch. Noch eins. Das ist ja unfair. Oh, oh, oh. Einhorn. Nicht mehr wehtun. Lasst mein göttliches Licht auf euch scheinen. Nee, danke. Behalt dein göttliches Licht für dich. Ja, ja. Was mache ich gegen den Wichten, wenn die kommen? Ich weiß es nicht. Ich könnte ja von hinten ein paar ziehen, weil da passiert ja nicht viel. Was haben wir denn da so? Komm, wir müssen mal alle. Und lassen wir die Roten hier stehen. Ich werde
werde euch alle wie nutzloses Ungeziefer zermalmen. Wirst du das? Halt! Du nimmst mir nicht das, was mir gehört. Ich habe dafür gelitten. Oh, er dreht sich langsam ein bisschen, kann das sein? Wir müssen auf die Kröte gehen. Ja, genau, auf die da. Genau, genau. Haut sie weg. Sehr schön. Und auf die innen. Genau. Na, Florian, komm raus. Ich errichte eine neue Welt! Ja, ist wahr. Oh, dreht das sich weiter? Oh ja. Ach, eine Kröte, okay. Die kriegt er hin, ne? Oh. Soldaten. Ist auch nicht so das Problem, ne? Oh, der hat gesessen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So ein Nackshot, ne? So hätte ich sein sollen, Sterbliche. Die Welt hat einen Fehler korrigiert. Vorsicht, Meister! Naja, einmal noch und dann haben wir ihn. Oh, sind die Heiltränke drin? Warte mal. Boah, sehr schön. Hallo, das Monster. Kopf runter. Auf mich drauf. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es halt so lang ist, aber okay. Macht ja nichts. Los, kotzen aus. Na, na? Ich bin aufgestiegen. Die Welt soll sich vor mir verneigen. Hier verneigt sich niemand mehr. Das ist mein Aufstieg. Ich steige auf. Ich werde die Welt umarmen. Einfach im Schlamm versinken. Und so endet es. Der Kreis schließt sich. Ich hoffe, ihr wartet nicht, dass ich hier aufräume. Männer sorgen immer und überall für Unordnung. Ach komm, das bisschen. Und so kam das prächtige Kaiserreich zu Fall und endete, wie es so häufig geschieht, in einer Schlammpfütze. Ein neues Zeitalter begann, geboren aus Zerstörung und Domination dieser unwiderstehlichen Mischung. Ja, geschieht ihm recht, ne? Und der Meister lebt in Harmonie mit den Mätressen. Aber vielleicht findet auch seine dunkle Macht einmal ein Ende. Denn viele versuchen, einen Overlord zu stürzen.
Manche kommen aus den dunkelsten Gruben und manche aus den hellsten Städten. Während andere nur warten, bis ihre Zeit kommt. Das Böse, es findet immer einen Weg. Oh, Gnade wird ein Böser. Warten wir mal ab. Ah, fürs Erste war das jetzt der zweite Teil von Overlord. Ich muss sagen, mir hat es wieder eine Menge Spaß gemacht, Overlord zu spielen. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele. Aber, ja, ich finde es sehr schade, dass es keinen dritten Teil gibt. Na, vielleicht kommt da irgendwann mal einer. Wer weiß. Und dann, während hier noch der Abstand eine Weile läuft, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem Projekt wieder. Weiß nicht, was wir dann spielen. Also dann, danke, danke und macht's gut.